Oh. Er sieht nicht so glücklich aus. Lilly, vielen Dank für deine tolle Hilfe. Das hast du wirklich klasse gemacht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann... du willst den Kellerschlüssel haben. Aber natürlich. Nicht. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Deinetwegen bin ich hineingefallen. Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirfst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertränkst mich beinahe. Sieh mich an. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ich weiß, alle halten dich für süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit bist du eine wandelnde Katastrophe. Das mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt dich von mir fern. Okay. Ein Bienennest. Lilly dachte darüber nach, den Honig mit bloßen Händen aufzusammeln. Aber dann erinnerte sie sich an die Schelte, die sie neulich in der Kantine bekommen hatte. Sie brauchte einen besseren Plan. Ich hätte hier einen Pinsel. Kann ich den nicht irgendwie nehmen? Ach, Freeman, ich will doch nur deinen Schlüssel. Ach, bin ich dir noch nicht genug mit Honig beschmiert? Willst du noch mal nachbessern? Oh, wie ich dich hasse. Lilly war kurz abgelenkt gewesen. Aber allem Anschein nach wollte Freeman ihre Sachen gar nicht haben. Wohl für den Fall, dass sie sie noch benötigte. Er war so ein guter Freund. Ja, und er ist so nett. Nee, wir gehen mal weg. Oh. Wieso ist hier Honig? Ach, verliere ich das? Ich mache eine Spur aus Honig. Ich wollte das mitnehmen, um das hier ranzuschmecken. Tatsächlich reagierten die Termiten sehr aufgeregt auf den Honig. Um sie wegzulocken, musste Lilly nur noch eine geeignete Stelle finden, wo sie ihn hinschmieren konnte. Wo wir sie hinlocken können. Naja, irgendwie weg. Ja, sollen wir sie zu Freeman locken? Vergiss es! Freeman wollte Lilly ihre... Vergiss es! Er will meine Sachen nicht. Ja, ich hab's verstanden. Hm. Die Kellertür ließ sich... Okay. Kann ich nicht beschmieren. Dann... Es war Hoffnung. Die Reifenschaukel hing... Ja. Tatsächlich reagierten die... Um sie wegzulocken, musste Lilly nur noch eine geeignete Stelle finden, wo sie ihn hinschmieren konnte. Die Komposttonne war der ideale Platz, um die Termiten umzusiedeln. Lilly machte sich sofort ans Werk. Ach so, okay. Und da laufen sie. Der Plan hatte soweit funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Die Termiten folgten nun Lillys Honigtapsen zurück in den Innenhof. Nein, nicht! Geht weg! Von dort wehte der Wind seltsame Laute zu ihr herüber. Wahrscheinlich waren das die Termiten, die sich über ihr neues Zuhause freuten. Yay! Edna hatte hier offenbar eine Widmung hinterlassen. Lilly war gerührt. Edna war Lillys beste Freundin. Süß. Oh. Freeman war nun endgültig gegangen. Dafür hatten die Termiten auf der Bank ein neues Zuhause gefunden. Und als wäre das nicht genug Anlass zur Freude, hatte sich auch noch einer dieser lustigen Gnome, die Lilly manchmal sah, zu ihnen gesellt. Ah ja.
Und der malt hier in Pink, ja? Wie es aussah, hatten die Termiten ein neues Zuhause gefunden. Und einer von den Gnomen, die Lilly manchmal sah, hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, es bunt anzupinseln. Schade, dass Freeman nicht mehr hier war. Ihm hätte das Ganze sicher auch sehr gefallen. Ja, bestimmt. Die Oberin hatte strengstens verboten, im Keller zu spielen. Aber wir brauchen andererseits hatte Lilly eine Aufgabe zu erfüllen. Genau. Schön hier. Lilly verstand sich blendend mit Doris, der Kantinenfrau. Darum wusste sie auch, dass sie mit Messern warf, wenn man die Vorräte durcheinander brachte. Okay. Oh, wir haben einen Presslufthammer, wie schön. Eine Schaufel. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Ich liebe das, wie der Sprecher hier erzählt. Der Ofen war schwarz und leer, wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Gott, ey. Edna, wir haben eine Schaufel. Yay, du hast eine Schaufel gefunden. Ach, Lilly, du bist doch die Beste. Dann lass uns keine Zeit verlieren und den Schatz freilegen. So machten sich Edna und Lilly daran, die vermeintliche Schatzkiste auszubuddeln. Das ist mal eine Schatzkiste. So wie die aussieht, gehört die bestimmt irgendwelchen Weltraumpiraten. Na und? Dann waren es halt Weltraumpiraten aus dem Zweiten Weltkrieg. Wen juckt's? Viel wichtiger ist doch, dass sie uns ihren Schatz hinterlassen haben. Los, lass sie uns öffnen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Das sieht aus wie eine Bombe, eine Fliegerbombe, ja. Eine echte Schatzkiste. Es war schwer zu erkennen, aber Lilly hatte es doch glatt die Sprache verschlagen. So wird das nichts. Das ist wieder einmal ein Beweis, dass rohe Gewalt ihren schlechten Ruf vollkommen zu Unrecht hat. Ohne kommen wir hier garantiert nicht weiter. Yippie! Du hast es geschafft! Oh Gott. Und was ist das jetzt für ein Ding? Die Weltraumpiraten müssen ein ganz schön ärmliches Leben geführt haben, wenn das ihr wertvollster Schatz war. Naja, wenigstens haben wir die tolle Truhe. Und ich hab auch schon eine Idee, was wir damit anfangen. Wir vergraben unseren eigenen Schatz. Hast du irgendwas dabei? Ein Wollknäuel aus dem Strickunterricht? Wow, das ist genau das Richtige. Das Band unserer Freundschaft. Sozusagen der Faden, der uns beide verbindet. Los, rein damit. So. Jetzt müssen wir die Kiste nur wieder vergraben und... Lilly! Wo ist denn dieses Gör schon wieder? Lilly! Das ist die Oberin. Was will sie denn nun schon wieder? Wir sollten besser nachgucken, bevor sie noch explodiert. Da muss man vorsichtig sein, weißt du? Das hat mir wieder viel zu lange gedauert. Sind jetzt endlich alle da? Freeman fehlt, Frau Oberin. Kein Wort mehr! Euer Mangel an Disziplin hat ein Maß erreicht, das ich nicht länger dulden werde. Ab sofort sind alle Spiele auf dem Klostergelände untersagt. Außerdem wird der Nachtisch bis auf Weiteres gestrichen und die Bettzeit um eine Stunde vorverlegt. Und falls ihr euch wundert, es ist das Fehlverhalten einer speziellen Mitschülerin, das mich dazu gebracht hat, diese Maßnahmen zu ergreifen. In meiner Ratlosigkeit habe ich sogar beschlossen, einen Experten zu Rate zu ziehen. Es handelt sich um einen renommierten Psychologen, der hier im Kloster Zucht und Ordnung wiederherstellen wird. Die Untersuchung findet heute Abend statt. Der Doktor wird euch die Flausen ein für alle Mal austreiben. Und so viel kann ich euch garantieren. Das wird keine angenehme Erfahrung. Eine psychologische Untersuchung? Oh, Lilly, es geht dabei bestimmt um mich. Ich brauche dringend einen Plan. Triff mich bei den Betten. Ich werde deine Hilfe brauchen. Ihr habt den Rest des Tages frei, um über eure Fehler nachzudenken. Wehe euch, wenn mir zu Ohren kommt, dass ihr neuen Unsinn anrichtet. Und Lilly, ich erwarte dich in meinem Büro. Sofort! Ich bin sehr enttäuscht von dir, Lilly. Bist du überhaupt in der Lage, jemals etwas richtig zu machen?
kein Wort mehr. Deine ständigen Ausflüchte machen mich nur noch wütender. Und jetzt steh da doch nicht so dümmlich in der Gegend herum. Ja, wird's bald? Füttere die Katze. Siehst du nicht, wie ausgemerkt und Lumpi schon wieder ist? Dummes Kind! Oh Gott, die ist wirklich schrecklich. Die Nonne erinnert mich an einen Horrorfilm. Da kommt auch diese Nonne. Oh Gott, echt. Oh, schrecklich. Oh, guck mal, die Pflanze hier, ist ja auch nett. Die lustige Blume schien Lilly zu mögen. Zumindest beugte sie sich unmerklich nach vorne, sobald Lilly in die Nähe kam. Warum sie das wohl tut? Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts einigermaßen verstanden. Man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Geschirr wieder hinein. Wie die Dame Knüppelkuh aus Mathilda. Oh Gott, ja, die war auch so schrecklich. Die guckt uns hinterher. Trödel nicht rum, fütter die Katze. Kannst du das nicht selber machen? Stopp, was tust du denn da? Schlecht, Lilly. Ganz, ganz schlecht. Du müsstest eigentlich wissen, dass Lumpi kein normales Katzenfutter ist. Bei der kann man ja aber alles nur... Aber du hast mich zum letzten Mal enttäuscht. Hier ist das Rezept für das richtige Katzenfutter. Bring es zu Doris, der Kantinenfrau. Dort stehen genaue Anweisungen, wie Lumpis Essen zubereitet werden muss. Außerdem findet Doris darauf meine Bestellung für heute Mittag. Hast du das verstanden? Aha. Und jetzt raus mit dir. Ich muss die Ankunft von Dr. Marcel vorbereiten. Seine neue Methode zur Charakterkorrektur wird mir in Zukunft hoffentlich solchen Ärger ersparen. Dr. Marcel. Lilly fühlte sich miserabel. Vielleicht hatte die Oberin recht und diese Charakterkorrektur würde alle Schwierigkeiten beheben. Lilly schauderte bei dem Gedanken. Sie hatte Geschichten über Dr. Marcel gehört. Schaurige Geschichten. Sie sollte Edna von dieser Neuigkeit berichten. Dr. Marcel, sagst du? Dann hat sich meine schlimmste Befürchtung bewahrheitet. Der Doktor und ich haben noch eine alte Rechnung offen. Ich bin mir sicher, er ist meinetwegen gekommen. Lilly, ich kann nicht länger hierbleiben. Ich werde das Kloster verlassen und für eine Weile untertauchen. Die Sache hat nur einen Haken. Dieser Garrett, der hier überall rumspukt. Ich glaube, er spioniert für die Oberin. Solange er seine Nase in alles hineinsteckt, kann ich mich nicht frei bewegen. Denkst du, du findest einen Weg, ihn von mir fernzuhalten? Aha. Boah, Lilly. Du bist wirklich schwer in Ordnung. Was würde ich bloß ohne dich machen? Oh Gott, ey, Dr. Marcel, wirklich. Bei der Nonne hier kann man ja echt nur alles falsch machen. Lilly hatte kein Talent. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lilly nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Murmeln. Hallo. Shibuya Power! Shibuya Power! Shibuya Power. Volcano Panaloka! Shiny Rainbow Miyu Yuzaka! Ching! Ching! Die sind ja cool. Shibuya Power! Shibuya Power! Mann, du bist voll nicht im Trend. Wie du schon alleine rumläufst. Weißt du denn nicht, dass Shibuya und nur Shibuya alleine jetzt in ist? Wo ist dein Glitzer? Wo sind deine Japano-Accessoires? Miyurushi Glitzerschein! Miyurushi Glitzerschein! Ching! Ching! Ching? Oh Mann, du bist ja voll daneben, Lilly. Okay. Oh. Was starrst du denn so auf meine Frisur? Sag bloß, du hast es auf meine original Marushi Niyoki Haarnadel abgesehen. Kannst du das glauben, Shai? Nichts glauben, nur wissen. Kriegerin des Lichts sehen mit der Kraft der Liebe. Für wen hält die sich überhaupt? Für Soki Nuroshi Miyako Hagatsu, den Erzfan von Hiroyoshi Superfrog? Nieder mit den dunklen Mächten. Vertraue auf den Elfenzauber des Glitzerstaubs. Genau. Jeder weiß doch, dass sich ein echtes Shibuya-Girl nur im äußersten Notfall von seiner Haarnadel trennt. Mhm. Und... nur im Angesicht des Todes. Miyurushi Glitzerschein, mystische Gestalt des Wolfes. Mystische Gestalt des Wolfes. Kamanukri, Shing.
Und überhaupt, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass wir dir etwas von unseren persönlichen Dingen überlassen? Schließlich hast du dich noch kein bisschen für die Zerstörung des Staates eingesetzt oder irgendwelche anderen radikalen paramilitärischen Aktionen eingeleitet. Die dunklen Mächte dürfen nicht obsiegen! Und du hast auch noch nie dabei geholfen, die Schule zu zerstören. Müssen wir als Kriegerin des Lichts wirklich die Schule zerstören? Das kommt mir etwas Hardcore-mäßig vor. Aber Riot Girl macht das auch! In Band 453 auf Seite 31 platziert sie einen von Nagayusu Sprengzonen im Lehrerzimmer, als die dunklen Mächte Musushi Rainbow entführt haben. Oh Gott. Shibuya ist cool! Miyurushi Glitzerschein! Miyurushi Glitzerschein, yeah. Shibuya Ich hab's dir schon mal gesagt. Du bekommst meine Haarnadel nicht. Okay. Die gebührt nur einer echten Kriegerin des Lichts. Kräfte des Lichts, ruf die Geister des Mondes! Und solange du uns nicht mit einer krassen paramilitärischen Aktion gegen die dunklen Mächte hilfst, brauchst du gar nicht erst mit unserer Unterstützung zu rechnen. Okay. Miyurushi Glitzerschein. Ja. Miyurushi Glitzerschein. Yeah. Ist das dieser Garrett? Aha, da war Garrett ja schon. Lily beobachtete, wie der schmierige Mitschüler in der Kapelle verschwand. Nichts wie hinterher. Der schmierige Mitschüler. Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Der Kronleuchter baumelte unerreichbar an einer Kette, die bis zum Turm hinaufreichte. So wurden die Kinder in Versuchung gebracht, darauf zu schaukeln, ohne es jemals wirklich zu können. Mhm. Das große Bild in der Haupthalle hatte Lily schon immer gefallen. Es zeigte eine leer gefutterte Tafel und einen Mann in der Mitte, der den letzten Keks gefunden hatte. Lily kicherte bei dem Gedanken, dass er ihn ganz alleine essen würde, egal wie sehr die anderen auch bettelten. Ach, herrlich. Wen haben wir denn da? Gruse, Lily. Wie war's bei der Oberin? Lass sie in Ruhe, Shawnee. Erst wenn sie zugibt, dass sie an dem ganzen Ärger schuld ist. Wir bekommen keinen Nachtisch. Genau, Memphis. Und draußen spielen dürfen wir auch nicht mehr. Ist es etwa zu viel verlangt, die Gründe erfahren zu wollen? Hack nicht so auf ihr rum. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ausgerechnet Lily etwas Schlimmes angestellt hat. Dafür ist sie einfach nicht cool genug. Genau. Sie ist ja so ein braves Kind. Sie hakt, sie putzt, sie kocht. Eklig ist das. Und gefährlich. Denn irgendwie endet immer alles in einer Katastrophe. Nicht wahr, Lily? Seit du im Kloster bist, gibt es einen seltsamen Unfall nach dem anderen. Man traut sich kaum noch aus dem Bett. Aber dich trifft keine Schuld, oder? Du tust ja nur, was man dir sagt. Bestimmt bist du auch jetzt gerade wieder für die Oberin unterwegs. Zeig doch mal her, was du da hast. Shawnee. Aha, ich wusste es. Ein Rezept von der Oberin. Tja, das behalte ich wohl vorerst. Mal schauen, wie es der Oberin gefällt, wenn sich ihr Essen verspätet. Und diesmal kann unsere brave Lilly die Suppe ganz alleine auslöffeln. Los, Jungs, wir hauen ab. Du bist unmöglich. Okay. Parallelen zu Sailor Moon. Ja, das habe ich auch gedacht. Shibuya Power. Oh, da sitzt sie ja schon wieder. Was schleichst du hier rum? Fütter die Katze. Oder bist du damit etwa schon fertig? Nein. Dachte ich's mir doch. Langsam vergeht mir die Lust, euch Kinder ständig an die richtigen Werte zu erinnern. Schau dir doch einfach die Stickerei dort an der Wand an. Dort sind alle wichtigen Tugenden abgebildet. Überlegenheit, Stärke und Selbstbeherrschung. Ich weiß selbst, dass Selbstbeherrschung fehlt. Da denkst du, ich bin blind? Geh jetzt. Ich muss meinen Beruhigungstee trinken. Wenn du im Klassenzimmer vorbeikommst, erinnere Birgit daran, dass sie sich mit der Stickerei beeilen soll. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. So viel zur Selbstbeherrschung.
Banana. Lilly spielte mit dem Gedanken, das Obst zurückzulegen. Aber sie konnte ihren Diebstahl nicht einfach ungeschehen machen. Edna hatte immer ein paar gute Witze über Bananen parat. Aber da Lilly ein braves Kind war, hatte sie keinen davon verstanden. Ah ja. Lilly mochte Äpfel. Sie waren gesund und gelegentlich fand man einen Wurm. Die hörten wenigstens zu, wenn man mit ihnen sprach. Ja. So, was gibt's hier noch? Ah, Doris. Was war das? Du frecher Mistkäfer! Ich kann es nicht ausstehen, wenn hinter meinem Rücken über mich getuschelt wird. Die Jugend von heute wird auch immer dreister. Das kommt von dieser ganzen Gewalt- und Fäkalsprache in den Medien. Wenn ich könnte, würde ich euch einem nach dem anderen den Kopf abdrehen. Na, wo sind nur meine Einweggläser? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Sonst passiert hier noch ein Unglück. Nett. Ach, jetzt verstehe ich. Du bist gekommen, um dich über das Essen zu beschweren, richtig? Tja, da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Für Kinder gibt es ausschließlich Essen aus Einweggläsern. Und dabei bleibt es. Meine Hände sind auf diese Bewegung trainiert. Ich habe nicht umsonst 20 Jahre lang Hühnern in einer Legebatterie den Hals umgedreht. Außerdem bin ich per Gerichtsbeschluss verpflichtet, 10 Gläser am Tag zu öffnen. Bedank dich bei meinem idiotischen Anwalt. Du... Bevor du wieder nach Essen fragst. Es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Oh mein Gott, was für Menschen arbeiten denn hier? Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberen. Und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde. Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Wichtigste ist allerdings, dass mir die Oberen noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Wir sind nicht im Irrenhaus und trotzdem sind alle irre. Ja, das trifft es. Ich habe kein Messer. Ofen läuft nicht, kein Rezept. Gib dir keine Mühe. Ohne ein Messer werde ich das Essen sowieso nicht... Oh, wenn ich das Kind erwische, das mein Messer geklaut hat, das wird sich wundern, was man damit alles anstellen kann. Aha. Was ist? Warum starrst du mich so an? Was hast du hier überhaupt außerhalb der Essenszeiten verloren? Was ich hier verloren habe, weiß ich. Haftstrafe ausgesetzt wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit. 10 Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung. Bla, 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 bla. Willst du das wirklich hören? Uh-uh. Tja, die Oberin wollte das auch nicht. Und solange sie nicht direkt nachfragt. Ja, schön. Ich gehe mal schauen, ob ich ein Messer finde. Tschüssi. Ich gehe mal erstmal oben lang. Oh, schön hier. Kapu? Lilly, schön dich zu sehen. Ich hoffe, du ärgerst dich nicht so sehr über Shawnee. Er ist ein Idiot. Ich finde dich toll, genau so wie du bist. Lillys Herz machte einen großen Hüpfer. Das war vielleicht das Netteste, was jemals irgendwer zu ihr gesagt hatte. Der ist ja voll nett. Behalte deine Sachen lieber für dich. Wie ich dich kenne, hast du sicher hart dafür gearbeitet. Ich wollte ihm den Apfel geben. Du wirkst so angespannt. Ist irgendwas? Lilly hätte gerne von ihren Sorgen erzählt, aber sie wollte Edna nicht verraten. Falls was ist, ich bin immer für dich da. Ich mache mir Sorgen um dich, weißt du? Oh, ist der nett. Gargoyle? Der Gargoyle machte sich scheinbar Sorgen um seinen Kollegen. Er tat aber auch nichts, um ihn am Fallen zu hindern. Typisch. Der Gargoyle hatte die Balance längst verloren. Nur noch ein dünnes Seil hinderte ihn am Fall. Warum gab er denn nicht einfach auf? Knallfrösche. Knallfrösche. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Die Schuluhr war außer Reichweite. Kann ich die holen? Wahrscheinlich nicht. Oh nein, ich hab die Hake gar nicht mehr.
So konnte Lilly die Knallfrösche garantiert nicht von der Stadt. Wieder einmal waren ihre Arme zu kurz und ihre Leitung zu lang. Oh Gott. Zur Sammlung. Wir gucken uns hier erstmal so ein bisschen um. Schau mal. Oh Gott, was ist denn? Wer ist er denn? Hallo? Alter Greis. Oh, Besuch. Was für ein seltenes, seltenes Tier. Der Habicht. Aber ich meine nicht das Remake. Ich meine das Original mit extra viel Ketchup, bitte. Wie unhöflich von mir. Ich vergaß mich vorzustellen, wie es damals war. Beim Bau der Pyramiden. Ich war Chefauspeitscher an der Nordseite. Ja, ja. Ich habe in meinem Leben so einiges Tibet, rief ich. Unter drei verschiedenen Dalai Lamas habe ich damals als Teppichklopfer gedient. Bei einem war ich sogar als Wiedergeburtshelfer im Kreissaal dabei. Nicht so wie in dem Jahr, in dem ich Innenausstatter bei den Mayas war. Hier ein mystisches Schieberätsel zimmern, da einige Artefakte in dunklen Nischen verstecken. Oh ja, ich habe schon geheime Grabkammern versteckt. Da hast du noch in die Rockband mit dem Namen Inquisition Overload. Aber die ist leider gefloppt. Die Zeit war einfach noch nicht reif für diese Art von Musik. Und unser Schlagzeuger hatte die Pest. Ich bin alt geworden. So alt, dass ich selbst nur noch als Anschauungsobjekt für den Oh mein Gott, nein, bitte rede nicht weiter. Tschüss. Was war das? In dem Regal gab es drei leere Sockel. Das konnte etwas bedeuten. Oder auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ein Meerschweinchenglas. Pfadfindertruhe. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Da lasse ich nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Wie alt ist diese Truhe denn? Noch eine Schatzkiste. Heute war der wahrscheinlich glücklichste Tag in Lillys Leben. Gleich nach dem Tag, an dem sie keinen Rhabarber essen musste, weil ihr ein Zahn abgebrochen war. Ah ja. Kennen wir uns? Aha. Ich lasse Ihnen mal noch einmal eine Geschichte erzählen. Dazu komme ich doch gleich. Erst wollte ich noch erzählen können, will halt gelernt sein. Darum habe ich auch eine Zeit lang als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunterricht in einer Klosterschule gearbeitet. Ich musste nur einmal in der Woche von meinen Abenteuern erzählen. Zum Beispiel, wie ich zusammen mit den Tempelrittern geheime Grabkammern unter der Schulkapelle ausgehoben habe. Oder von meiner Zeit als Beleuchtungsassistent bei der Mondlandung. Ja, interessant. Und tschüss. Puh. Ach, das ist doch Birgit, wie heißt sie? Ja, Birgit. Du brauchst gar nicht versuchen, mich abzulenken, Lilly. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich so etwas wie Pflichtbewusstsein. Man wird nicht die Lieblingsschülerin der Oberin, indem man den ganzen Tag nur dumm in der Gegend rumsteht. So wie du.
du. Ich arbeite hart für die ganzen Auszeichnungen und Belobigungen. Das Einzige, was meinem Lebenslauf zur Perfektion fehlt, ist das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Darum mache ich auch Überstunden, um meine Stickkunst zu perfektionieren. Die Oberin liebt diese Stickereien, denn die Tiermotive vermitteln wichtige Werte. Aber davon verstehst du nichts. Im Sticken warst du schon immer miserabel. Wie in eigentlich allem. Meine Güte. Jetzt komm doch mal zum Punkt. Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen in Sachen Werte und Normen. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Jedem Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und schläfrig. Darum wird man es auch nie auf einem meiner Banner finden. Aber vielleicht in deinem Familienwappen. Warum sind die hier alle so gemein? Falls du dich fragst, was ich hier tue, man nennt es Sticken. Ich weiß, das ist nicht gerade dein Fachgebiet. Sonst hätte dir die Oberin wohl kaum verboten, am Stickkurs teilzunehmen. Zu dumm. Ich weiß ja, wie viel Spaß dir das Sticken immer gemacht hat. Lilly musste Birgit wohl recht geben. Ihre fleißige Freundin hatte wirklich viel mehr Talent. Das war noch lange kein Grund für Lilly, ihr eine unheilbare Krankheit an den Hals zu wünschen. Weder eine mit nässendem Ausschlag, noch eine, bei der man die Lungenbläschen aushustet. Hä? Ich hab doch... Lenk, du siehst doch, dass ich arbeite. Man erkennt es daran, dass ich mich anders verhalte als du. Ja, ich wollte gerne mit dir nochmal über die Oberin sprechen, bitte. Oh. Wende dich mit deinen Wehwehchen an die Oberin. Noch bin ich nicht ihre Stellvertreterin. Vielleicht ändert sich das, sobald ich all meine Auszeichnungen beisammen habe. Ihre Lieblingsschülerin bin ich ja bereits. Ist das so? Fehlendes Banner. Ruhe jetzt! Gerade hatte ich eine Inspiration für das Motiv des fehlenden Kantinenbanners. Verdammt! Jetzt ist sie futsch! Danke! Ganz toll, Lilly! Wenn du helfen willst, frag die Oberin nach einem geeigneten Tiermodell. Meine Vorlagen habe ich schon alle durch. Und denk daran, die Oberin ist um diese Uhrzeit immer in der Kantine und trinkt ihren Beruhigungstee. Also verirr dich nicht in ihr Büro. Alleine sollen wir da nicht rein. Und beeil dich ein wenig. Meine Noten hängen davon ab. Wie sie hier einfach alle Lilly die Schuld für alles geben. Du sollst mich nicht stören. So bekomme ich ja nie meine letzte Auszeichnung. Das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Ach ja. Hast du eigentlich die Oberin schon nach dem Motiv für... Nein, habe ich nicht. Na dann... Oh mein Gott, sind die alle anstrengend. Wie so oft waren Lillys Bemühungen vergebens. Nur die Oberin konnte die Vitrine öffnen. Wer sonst? Wer sonst? Adlermodell? Lass das! Das brauche ich als Vorlage! Meine Güte. Kann ich hier vorne auch lang gehen? Nein. Schade. Und hier? Nein. Aber irgendwas kann ich hier bestimmt noch machen. Glas mit Meerschweinchen. Hey, das könnte ich doch der anderen geben, damit sie mal was öffnet, oder? Hallöchen. Jetzt schlägt's aber Ding-Dong. Habe ich dir nicht schon tausendmal gesagt, dass du hier nichts zu suchen hast? Na warte, ich... Darf ich das mal haben? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Na, danke, das war knapp. Und jetzt nimm dein Zeug und verschwinde. Aber pronto! Ich habe jetzt ein Meerschweinchen. Das Meerschweinchen war wohl müde. Hoffentlich fand Lilly später noch Zeit, mit ihm zu spielen.
Die Flüssigkeit roch wie Doris aus dem Mund. Oder wie der Tankstöpsel des Rasenmähers, mit dem Lilly so gerne spielte. Okay, das Meerschweinchen ist dann wohl tot, ja? Lilly mochte Äpfel. Sie waren gesund und gelegentlich fand man einen Wurm. Ach ja, das hatten wir schon. Lilly wusste nichts mit diesen fabrikneuen Murmeln anzufangen. Vorher hatte sie immer mit abgeschnittenen Puppenköpfen gemurmelt. Die hatten wenigstens zurückgemurmelt. Ah ja. Lilly wusste, dass man dieses Gerät Presslufthammer nannte. Aber wozu man gepresste Luft hämmern musste, wusste sie nicht. Sehr schön. So, ich spreche mal mit der Oberin, auch wenn ich es eigentlich gar nicht möchte. Trödel nicht rum und vergiss nicht, Birgit zu... Wenn das selbstbeherrscht... Ja. Selbstbeherrscht! Geh, ich muss meine... Ja, aber ich habe doch eine Frage. Oh, egal. Selbstbeherrschung mag die Oberin am liebsten. Zum Brunnen? Zum Brunnen? Ach so, dieser Brunnen. Hallo, Shawnee. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Ach, du willst das Rezept wirklich zurück, oder? Aha. Na, das wusste ich doch nicht. Warte nur kurz, bis ich es in Geschenkpapier eingewickelt habe. Hui. Lilly war gerührt. Sie bekam doch so selten Geschenke. Du merkst mal so richtig gar nichts, oder? Zieh Leine, Lilly. Oder ich sehe mich gezwungen, dir Schimpfnamen zu geben. Oh. Ja, ich bin schon ein ganz schlimmer Rabauke. Sieh es ein. Du bist einfach nicht tough genug, um hier irgendwas zu fordern. Meine Güte. Gemein. Oh. Bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Aha. Du bist so eine Heulsuse. Na, was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Schau dich doch mal an, Lilly. Mit deiner Schleife und deinen Zöpfchen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass du es mit so einem Lausbuben wie mir aufnehmen kannst. Ich hab bereits mit Streichhölzern gezündelt, da hast du noch nicht mal dein Morgengebet beendet. Wie sollte ich jemanden wie dich jemals ernst nehmen? Kannst du etwa Kirschkerne spucken? Oder mit einer Zwille auf Spatzen schießen? Sieh es ein. Du wirst niemals so tough sein wie ich. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Also, wenn du mich beeindrucken willst, dann musst du schon mehr auf dem Kasten haben. Du traust dich ja noch nicht einmal auf Spatzen zu schießen. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Das ist ja auch nicht tough und auch nicht cool. Auf Spatzen zu schießen. No. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich hierher traust? Du weißt doch, dass wir nicht mehr im Garten spielen dürfen. Oder bist du etwa im Auftrag der Oberin hier? Du kannst deiner tollen Oberin ausrichten, dass ich auf ihre blöden Regeln pfeife. Ha! Aber ich wette, dazu hast du zu viel Schiss. Du hast viel zu viel Schiss vor dem Echo, nicht wahr? Und das solltest du auch. Denn eines schönen Tages, wenn du es am wenigsten vermutest, wer weiß, könnte es passieren, dass du dich umdrehst und irgendjemand hat deine Milch geklaut. Gott, ey. Diese Lache ist so nervig. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Wie kann ich Shawnee beeindrucken? Ich kann ihm ja hier das Meerschweinchen geben. Shawnee schien nicht in... Lilly ja, musste... Okay. Ich gehe mal weiter. Kann ich was tun, um den Ofen jetzt zum Laufen zu bringen? Alles klar. Ich habe mich nur ein bisschen erschrocken. Memphis. Schnell! Mach die Tür wieder zu, bevor mir noch jemand sieht. Das hier ist der letzte sichere Ort im ganzen Kloster. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. Wieso sicher? Du brauchst gar nicht versuchen, mich umzustimmen. Ich bleibe hier. Da draußen ist das viel zu gefährlich. Lilly hatte keine Ahnung, wovon Memphis da sprach. Aber er war auch schon immer sehr schreckhaft gewesen. Aber psst,
Sonst hört ich noch jemand und dann nehmen sie mir mein Versteck weg. Und wenn sie mir mein Versteck wegnehmen, dann bin ich mit Sicherheit der Nächste. Der Ofen ist nämlich der sicherste Ort hier im ganzen Kloster. Weißt du, er hat einen Kruppstahlmantel, titaniumverstärkte Innenwände und der Innenraum ist mit Blei ausgegossen. Hier drin würde ich sogar einen Bombeneinschlag überleben. Ah ja, klingt irgendwie nicht so sicher. Mit Blei. Verschwinde endlich, bevor mir noch jemand entdeckt. Wenn du nach deinem Rezept suchst, dann sprich mit Shawnee. Er hat es eingesteckt. La, 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 la. Der Untergang ist nah. Was ist das? Was hast du da? Ach, weißt du was? Eigentlich will ich es gar nicht wissen. Bleib mir einfach damit vom Leibe, ja? Okay. Ja. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier soll. Oh Gott. Bin mir erschrocken, als ich die Tür aufgemacht habe. Hier ist nichts. Hier ist nur die. Oh, Sprengzündung. Kann ich mitnehmen, toll. Das Wollknäuel war ein Symbol der Freundschaft. Okay. Lilly wollte, dass es für alle Zeiten in der Schatztruhe blieb. Das Wollknäuel. Okay. Lilly vermisste die Termiten. Hm. Ohne sie wirkte der Baum irgendwie traurig. Stimmt. Ich liebe einfach an diesen Spielen, dass sie so komplett synchronisiert sind und ich das nicht alles vorlesen muss. Das macht das Spiel alles alleine. Und wir können es ganz in Ruhe erkunden. Die Termiten. Kann ich irgendwas mit den Termiten machen? Ne? Lilly hätte dem Gnom gerne bei der Arbeit geholfen, aber sie hatte ihre eigenen Aufgaben zu erledigen. Okay. So, Shawnee. Shawnee, Lilly. Shawnee schien nicht interessiert. Lilly. Was kann ich mit der Sprengzündung machen? Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Was ist das? Was hast du da? Andererseits wollte Lilly ihn noch gar nicht loswerden. Okay. Wir gehen noch mal rein, weil ich glaube, es gab noch etwas, was wir noch nicht gesehen haben, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ab ins Kloster. So, weil hier hinten waren wir noch nicht. Zur Kapelle. Nanu, wo war Garrett denn hin? Die Kapelle hatte doch gar keinen zweiten Ausgang. Schön. Erinnert mich gerade irgendwie an Kila und das letzte Geleit, den Manga. Der war auch so ein wunderschönes Bild von so einer Kapelle, falls ihr den kennt und gelesen habt. Lilly verbrachte viel Zeit im Beichtstuhl. Nur sie allein wusste, was sie in diesen Stunden vor sich hinmurmelte. Zumindest seit der Beichtvater an Herzversagen gestorben war. Okay, ich kann hier rein. Mich verstecken und ich kann raus. Okay, ist das jetzt was Gutes? Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Okay. Frank. Warte. Nein, nichts. Ich dachte, ich hätte ein Resonanzecho im Fußboden gehört. Und wo ein Resonanzecho im Fußboden ist, da kann auch der Hohlraum nicht weit sein. Eine Grabkammer. Oder ein versteckter Billardsalon für unverschämt gut frisierte Tempelritter. Da fragst du völlig zu Recht, was treiben Tempelritter in einem Billardsalon? Nur eines von unzähligen Geheimnissen, das die Tempelritter umgab. Wo kamen sie her? Wo gingen sie hin? Haben sie für die Strecke ein Gruppensparticket bekommen? Und wer war ihr Friseur? Die Antwort auf all diese Fragen ist dieselbe. Die große Kirchenverschwörung und die Beweise, so viel steht fest, befinden sich unter diesen Bodenplatten hier. Wenn ich doch nur das geeignete Werkzeug hätte, um sie zu lüften. Lüften. Alles Fragen, die sich kein Mensch stellt.
Psst, gerade mal. Na toll, wenn es gerade einen Erdrutsch in den unterirdischen Grabkammern der Tempelritter gab, dann habe ich ihn jetzt verpasst. Wie zum Teufel soll man denn hier seinen Kirchenverschwörungen auf die Schliche kommen, wenn man in einer Tour gestört wird? Allein dieses ständige Gebeichte geht mir schon auf den Keks. Aber im Gegensatz zu dir sind das regelrechte Leisetreter. Keine Ahnung, wer das im Einzelnen ist. Die verkriechen sich im Beichtstuhl und kommen nur raus, wenn es ihnen zu laut wird. Sobald ich also das passende Werkzeug für meine Ausgrabungen gefunden habe, ist damit sowieso Schluss. Mhm. Kirchenverschwörung, Burg. Ich hab hier so ein Christoph-Hammer. Ist der vielleicht geeignet? Ah, sehr gut. Das ist genau das, was ich brauche. Wenn ich jetzt noch wüsste, an welcher Stelle ich bohren muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlafittchen. Naja, ich fange erst mal an. Verdammt! Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Mhm, wo kam er denn jetzt her? Aber wir kennen doch jemanden, der so alt ist. Vielleicht kann der uns helfen. Eine Abhörkammer. Das war der endgültige Beweis, dass Garrett für die Oberin spionierte. Wow. Eine Abhörkammer. Brett. Halterung. Ich würde ja jetzt gerne sagen, dass Lily einen Plan hatte, dass sie darüber nachdachte, Garrett in den Beichtstuhl zu locken und dann einen Riegel davor zu klemmen. Aber Lily dachte gerade an Ponys. Ich würde, dass sie doch. Aber Lily. Okay. Der gute alte Beichtstuhl. Lily kam sehr oft hierher, seit die Selbstgeißelung nicht mehr half. Oh Gott, ey. Das Kreuz. Das Kreuz wackelte lustig hin und her, als würde es tanzen. Lily überlegte kurz, ob sie Frank darauf aufmerksam machen sollte. Aber er war gerade damit beschäftigt, irgendeine Verankerung zu zerbohren.